Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Visions of Mana, Folge Juli, oder Juli, wie auch immer, ne, doch eher Juli, der Hüter der Sprösslinge, habe ich gerade gelesen, für mich ein neuer Aufnahmetag. Jo, dann starten wir mal hier, ich muss gerade ein bisschen reinkommen, was hier generell abgeht. Genau, wir sollten in die Richtung hier laufen, da unten steht er, wunderbar, machen wir. Und dann kriegen wir neue Klassen und so weiter und so fort, es wird wunderschön bestimmt. You're a pushy bunch, you know that? What is it this time? You're the one who ran off. We weren't done with our conversation. Actually, I didn't have anything else to say to you folks. I've said my piece. No need to get worked up about it. I'll tell you what. If an alm of wood is chosen, you'll be the first to know. So go ahead and look around for that corkstone or what have you. It's corestone, not corkstone. And that's our friend Sol you're talking about, bub. Hina, the Alm of Fire, had her core stone stolen by Orin. If we don't get that piece of her back, then Tiania is in danger. Ferdia still has a chance. So use it! How can you stand around and throw your hands up like none of this is in your control? Don't you care what happens to the burrow? Think of your dormant friends. Don't you want to save them? Isn't that worth asking to become the Alm of Wood yourself? Look, pal, I'm not going to take much more of your sass. You think I'm not worried about the fate of my home? There should be blooms by now. It's not supposed to be like this. Without flowers, the fairy won't come. Without the fairy, us sproutlings lose our purpose. No lives to preserve. It'd be the end of everything. Maybe this is my fault. I could have overwatered the burrow or pruned something I wasn't supposed to. That worry is always on my mind. Julie. Here's a thought, Julie. We could all search for the reason the flowers aren't blooming. Huh? But don't you need to find that errand guy who stole from you? You said so yourself. No one has come through the burrow but us. We trust you to know what's going on in your home. Besides, I'm the Soul Guard. It's my duty to find the Alm and protect them from harm. Look, I appreciate the thought, but there's no cure for the burrow. It's pointless. Oh, honestly. Stop quitting before you start, kid. Come on, folks. We've got a job to do. I think this place doesn't get enough sunlight. That's what. The landscape in Verdius hasn't changed in millennia. They would have had problems long before now if it was the sun. Maybe Gnome's powers are too weak to reach here? It is true that Illusia is a tad far from other terrain. The solution may be that the sustenance given to the sprouts is being sucked dry. That's a lot of leads to eliminate. Let's take a look around the area first. The reason... Wait, could it be... Leute, ich bin noch Kaffee am Trinken, bleibt nur ganz locker. Finde heraus, warum sich die Blüte verspätet hat. Nochmal irgend so ein Dungeon oder was? Erzählt ihr uns jetzt was dazu und dann müssen wir in irgendeinen Dungeon reinbrettern, oder? Könnte sein. Wäre doch nice. The whole area is covered in plants. No one can get through all this. Maybe that's for the best. We don't want Orin sneaking past us. Unless he's the one that blocked it off? Val, I surrender. I don't know anything about growing plants. This foray is fascinating. Practically none of this flora was included in the almanacs of my adolescence. There's no getting around it. We have to ask the Elemental of Wood for help. Great idea! If the Elemental doesn't know what's wrong, no one will. I wanted to be the one to rub it in Julie's face when we found the answer. Sorry to disappoint you, Karina, but we haven't got the time to waste on fumbling around in the undergrowth. Dryad is the Elemental of Wood, and well-versed of these wilds.
But who can say where we may find her? Would that I knew. At times like these, it's best to ask the locals. Great. Gotta bother Julie again. Just what I need. Huh? It can't be. Hello again, weary travelers. What a surprise. How did you get here? Don't you know there's a big old stock that reaches all the way up here? My sisters and I didn't want to waste this once in 4 years opportunity, so we climbed up. We figured now is the perfect chance to gather exotic ingredients like Verdius nectar for flavorings and potions. Besides, this place has everything. Ancient forests, dangerous pilgrimages, mysterious Gaian explorers. What's not to like? Sounds like you three have a full itinerary. Wait a minute. Did you say Gaian explorers? Where did you see one of those? Oh, there was a dashing young adventurer of that description over by the tree. We saw him ahead of us. We did lose track of him, though. Had to focus on keeping our footing and all. Orin's on his way. Did you see a sproutling around here? Short, green, leafy? But I sure would love to meet a sproutling in the flesh. Bark? What was that? A terrifying cry, that's what! It came from the direction of Milos Woods. Someone might be in trouble! Could be Julie, or even Orin. Let's check it out. Oh, before you go, do you need to stock up on anything? Now's your chance! Anything you want, for a price. Grab the goods you need to save your friend. Don't get stingy now. Buy. They're the spitting image of father in miniature. Jo, noch einmal kurz shoppen. Kein Problem, können wir machen. Mir ist, bevor ich das gerade mache, ist mir gerade off-cam und jetzt auch gerade wieder eingefallen, dass ich vielleicht einen Denkfehler hatte. Und zwar folgender. Hier bei Morley habe ich ja gesagt, dass der Skill oder dieser Skillbaum Schattenklinge Angreifer halt absolut brutal ist. Hier mit 70% kritische Trefferrate und was da noch so Schönes kommt. Hier senkt die Verteidigung der getroffenen Gegner. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Und 10% Chance, den Gegner direkt zu eliminieren, wenn es ein kleiner Gegner ist. Ist also aufgrund der gesamten Crit-Damage-Geschichte hier halt absolut Amok, auch noch mit der Verteidigungssenkung. Und da habe ich mir gedacht, den Skill hier schleudert einen Sack voll Lucre auf den Gegner und verursacht Schlagschaden. Die Stärke des Angriffs hängt von der Anzahl der Lucre ab. Ist ja nur ein Skill, ne? Klar, es werden Wurfgeschosse, hier Fallentechniken und so werden nochmal verstärkt. Und man bekommt hier mehr Lucre, also zum Farmen ist das hier schon noch ganz geil, mal hochzuziehen. Aber ansonsten könnte man sich auch einfach nur den Skill hier holen, ne? Ja, mit dem Gift und so, das ist ja alles gut und schön, aber lieber spiele ich das Ganze hier mit Crit, oder? Crit und dann halt dieses Wurfgeschoss eventuell. Kann man ja auch machen, ne? Da müsste ich nicht wieder umskillen. Ist mir nur Offcam so eingefallen, da dachte ich, Moment mal, irgendwie habe ich da so einen Denkfehler gehabt, dass ich ja unbedingt die Klasse hier spielen muss. Das muss ich ja gar nicht. Kann ich machen, wenn ich für Mond noch eine andere gute Klasse oder anderen guten Charakter finde, kann ich es machen. Aber ansonsten würde ich da eher dann doch auf Schattenklinge mit Morley bleiben und den Skill dazu nehmen. Ne? Kann man natürlich machen, klar. So, was wird hier angeboten? Hier, Fähigkeitssamen. Haben wir da neuen Kram gehabt, den wir einlösen wollten? Ich glaube nicht, oder? Ja, Schwert und Schild, ja, bla. Der ganze Kram. Ne, ich denke, da sind wir noch beim gleichen wie vorher, ne? Denke ich mal. Jo, lassen wir mal so. Eins muss ich noch gerade gucken. Hier, Basilisk. Achso, da habe ich nichts im Angebot. Also das sind alle Gegner, gegen die ich mal angetreten bin. Hier, Schwarzmagier. Dann habe ich einfach keinen
Seelenkristall, ne? Deswegen wird es hier ausgegraut dargestellt. Das heißt, jeden Gegner, den ich mal besiegt habe, da sehe ich direkt hier das Skill, ne? Logischerweise, ne? Gut, alles klar. Und könnte dann auch sagen, okay, den will ich halt noch farmen gehen oder sowas. Gut, gucken wir mal, ob es noch neue Rüstungen oder so irgendwas im Angebot gibt. Tatsächlich ist das so, da machen wir das auch. Jo, sofort ausrüsten bitte. Hier auch, wunderbar. 20% Rabatt, oben links steht es auch von unserem Kaktus da. Kaktusfratz, traumhaft. Lege die Verteidigung auch nochmal hoch, wunderbar. Da sind wir echt gut aufgestellt und dann gehen wir noch ganz kurz bei die Waffen. Vielleicht gibt es da auch noch was Neues. Jo, ist auch so, werde ich auch alles ausrüsten. Das Mithril-Schwert oder hier die Mithril-Klinge. Da geht es schon ordentlich ab vom Damage. Hier Mithril-Lanze, auch super geil. Mit Verteidigung noch ein bisschen dabei. Der Mithril-Speer. Silberfächer holen wir auch mit. Alles wird gekauft, wunderbar und ausgerüstet. Ne? Gibt es ja keine Option, keine andere. Mithril-Kette. Jo, da sind wir auf jeden Fall gut. Jetzt unterwegs. Krass. Mithril-Stiefel. Jo, danke schön. Gut, ist jetzt auch einiges an Kohle weggegangen, aber trotzdem hat sich, denke ich mal, trotz allem gelohnt. Jo, mega nice. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Finde heraus, woher das Brüllen kommt. Wenn jetzt ein Bosskampf kommt, mache ich mal locker, ne? Dass wir den nicht direkt wieder umpusten. Dann gucke ich einfach mal, was kann der so und so weiter, ne? Weil das war jetzt die letzten Folgen schon ein bisschen krass, dass ich direkt die Bosse da umgeprügelt habe. Aber wie gesagt, das machen wir dann, oh, im Expertenmodus, wo ich dann jo, mich nicht künstlich bremsen muss sozusagen. Und ich möchte jetzt nicht auf schwer stellen die Kämpfe, um vielleicht andere Dinge dann fehlerhaft auszulösen, wo ich keinen Bock drauf habe, was Balance und so angeht. Das mag ich nie bei Games. Doing? What are you doing? We can handle this. Stand back. We call this critter grapple vine. It was too strong for me to uproot it when it decided to nest near the burrow. Be careful. It's coming for us. Get ready, everyone. We need to weed out enemies like this one. Quit causing trouble, you troublemaker. Die Schlingenranke, Level 22, auch hier, guckt mal, wie die runtergeht, das ist ja Wahnsinn. Das hat ja nicht nur was mit meinem Char hier zu tun unbedingt. Ah, hier, da kommen noch andere, kleinere Viecher, die hier spawnen, was geht bei mir vor der Tür ab? Ja, generell habe ich auch nochmal das Problem, leider Gottes, oh, da läuft irgendein Timer ab, das ist vielleicht nicht so geil. Dann machen die vielleicht irgendeine Attacke oder sowas. Ja, wir können ja mal so was machen. Was habe ich hier? Energieball, Sichler, Shuriken. Jo, machen wir mal einen Pfeilhagel hier. Oh, ist sogar Schwäche. Jo, süß, oder? Shuriken! Schwäche, rechter Arm. Jo, okay, nice. Oh, Bitrate. Von, setzen wir dann mal von ihr hoch. Genau, ah ja, okay, wird auch angezeigt. Warum ist meine eigene Crit-Chance höher? Verstehe ich nicht. Überall ist jetzt der Angriff gebufft. So, und jetzt können wir hier reinbollern. Jo, die kann halt auch wieder gar nichts, ne? Die hauen wir da einfach weg. Gut, das kann alles mal... Und, oh, ihr Angriff ist auch gesenkt. Sehen wir oben auch in der Buff-Leiste. Jo, leid... Was geht denn jetzt ab? Jetzt ist hier echt bei mir die Party angesagt. Leute, ich bin hier komplett abgelenkt, muss ich euch gleich erzählen. Zuerst mal der Bosskampf und dann schauen wir mal, was bei mir hier abging. Also ich hätte etliche Möglichkeiten, zum Beispiel das hier. Es scheint schwächer zu werden. Jo. Und jetzt hauen wir eine weg, ne? Hier Zeitstopp und volle Kanone drauf. Und dann sagen wir Tschüssikowski. Guckt, wie der runtergeht. Klar, ich bin jetzt irgendwie noch vergiftet, müsste mich mal um Heilung oder irgendwas kümmern, aber kein Problem. Tschüss, mach's gut. Jo, nochmal Level aufgestiegen. Also da muss man sich echt schon fast dagegen wehren, ne? Klar, wir haben jetzt noch die neuen Waffen und so bekommen, sind für Looten und so belohnt worden. Naja, egal. Ihr habt mich wohl gerettet. It was a close call. We were almost too late. Why did you wander off on your own? Oh, look in the mirror, buddy. Oh, now what? I mean, that you made me wonder if Grapplevine might be the cause of the problems in the burrow. Don't get me wrong.
This could all still be by the goddess's will, but I wasn't quite as sure anymore. And you all seem so convinced that something could be done, so I wanted to check. But then I got attacked. Huh. And here I thought you were mad at us again. Glad to see we've convinced you to change your stubborn ways. That's one way to put it. Destiny doesn't just fall into your lap every time. Maybe. But you weren't able to figure out what keeps the flowers from blooming either, right? Yeah, we're definitely not experts in gardening. But when in doubt, it's best to ask for help. Julei, do you know where the elemental of wood is? Dryad? Easy peasy. Let me give her a ring. Oh, Dryad. Oh, yes. Hello. Jeepers. You got here fast. Were you nearby? Oh, forgive me. That is to say, I was looking for you, Julei. But then I saw you were tied up with Grapplevine and wasn't certain what to do. Oh, dear. The alms. Please excuse me. I am known as Dryad. A particular pleasure indeed, Dryad. We were just inquiring as to your whereabouts. Yes, I could hear you from over there, and I think I may know what caused all of this fuss. As Julei guessed, Grapplevine was the one behind it all. It absorbed all the nutrients from the plants, stunting their growth. That's why the flowers wouldn't blossom. Well, the monster is gone now. So that means... The flowers! My friends! Dryad, this is great. There'll be an alm after all. Mm-hmm. We can expect the blooms at any moment. Gee whiz! There's still so much to do. I have to get ready to welcome the fairy. Meet you back in Verdius. He's got some spring in his step now. Could I ask you, Alms, and you, Sir Solgard, to join Julei? Sure. Irregular as this situation may be, you will be one of the few pilgrimages to see the flowering firsthand. That should count for something, I think. Ein Waldgeist-Tonikum haben wir bekommen. Juleis Elementarbrett wird damit erweitert. Ja gut, er kommt ja jetzt auch dazu. Wunderbar, traumhaft. Ja, da vorne sind die Händler. Also hier haben wir jetzt auch wieder die Situation, dass... und auch diese neuen, die neue Seelenranke, Seelenranke, diesen Seelenkristall, ne? Bla, so heißt das Ding doch. Schlingranke, so genau. Schlingranke. Die kristallisierte Seele eines gefürchteten Monsters als Material für Fähigkeitssamen verwendbar. Jo, müssen wir halt mal gucken, ne? Ja, was bei mir gerade hier abging, nochmal unfassbar, ne? Ich hatte wieder, bei mir hat schon wieder der FI-Schalter ausgelöst. Hey, Leute, was soll ich sagen? Ich kann nicht mehr. Hier, Sicherheits, Quatsch, hier, Strom, Sicherheit, FI, ne? Alter, brutal. Jetzt habe ich mein Balkonkraftwerk mal ausgehangen, keine Ahnung, was da los ist, ey. Alle paar Tage fliegt mir da die FI-Sicherung raus, ohne dass, dass eine andere Raumsicherung auslöst. Ja, ganzes Haus ohne Strom, aber ich kann nicht den Raum lokalisieren, wo es ist. Und es passiert auch definitiv nicht direkt. Das heißt, ich muss 1, 2, 3, 4 Tage warten, bis irgendein Fehler bei irgendeinem Gerät irgendwo im Haus auftaucht. Und dann haut es mir der FI-Schalter raus. Mitten in der Nacht, morgens in der Früh, irgendwann halt. Super bitter. Bin ich auf der Suche. Kann ja auch sonst ein Kabelbruch oder sonst irgendwas sein. Keine Ahnung, wie ich das lokalisieren soll im Moment. Wenn ihr da einen Tipp habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Jo, und jetzt, das war gerade heute Morgen passiert. Und jetzt draußen hat es bei mir gerade voll gebollert. Da war irgendeine Sprengung wahrscheinlich in der Nähe von so einem Steinbruch, den wir hier in der Nähe haben. Denke ich mal, dass das war. So, schau mal ganz kurz hier rein. So, was kann ich denn kaufen von den Fähigkeitssamen? Das neue Ding. Scharfsinn dürfte das sein, oder? Ne, Riesenkrake, ne, bla. Wo ist er denn?
Hä? Okay. Hier, Schlingranke. Ermöglicht seinem Träger den Einsatz von Schlummerblume. Eine magische Blume verstreut ihre Pollen und gewährt eine Chance, getroffene Gegner in Schlaf zu versetzen. Ist natürlich auch nice. Juwelenfresser. Gut, das war ja auch ein Boss. Ja. Gut, okay. Bla. Jetzt nichts so krasses, finde ich. Also eventuell was krasses kann ich noch nicht einschätzen. Gehen wir mal hier hin. Er wird sicherlich ausgewählt. Yay. Dryad, come on. Shake a root. Again, my apologies for the delay. I was considering Verdius's future and consulting with the denizens of the woods and such. Now then, let me see. With this spring breeze, I bid the trees awaken. Bloom forth. Huh? How unexpected! No flowers on the sleeping trees, but a flower blossoming right out of your head! Ow! Blossoming, sproutling Jule! By the grace of the Goddess of Mana, I name you the Ulm of Wood. Ah, this scent is divine! My hibernating friends didn't bloom. I did. A humble custodian like me in Ulm? I thought only dormant sproutlings were fated to blossom. Oh! Yes, well, you see, I was planning to choose you from the very beginning. That's why I went searching for you. Would you, Jule, be my emissary to the Mana Tree and fulfill the duty of the Ulm of Wood? You got it, Dryad! Oh, but if I'm the Ulm of Wood, who will stay to tend and water my sleeping friends? They could brown or shrivel up and wither without proper hydration. I can't leave them alone like that, Dryad. That'd be worse than any disaster that could befall Verdius. Jule? Come to us. We have a message for you. Wait, that... Jule? What's wrong? I can hear my friends. They want to tell me something. Come on, let's go talk to them. I didn't Natürlich know doch. But I guess Jule could hear the voices of his friends. Better stick with him and check this out. Jule, you kept us company with your joyful singing. We asked Dryad to choose you as the Ulm on our behalf. That monster in Milo's woods has been draining us of our mana. We have nothing to spare on our buds. Grapplevine is defeated, but it will take time before we can bloom again. Too much time to avoid the destruction of the burrow. But what will you do without a custodian? You'll dry up. Don't worry about us. Things will work out. Believe in the future of the burrow. We need you to convey the wishes of the Sproutlings to the Mana Tree. But you've all waited so long for the chance to be an Ulm. I can't take that honor away. Then use this, and together we will see the future flourish. Wowee, the elemental vessel. Dryad Sprig. Oh, dear. So that's where it went. We forgot to return it before we went to sleep. Sorry. But now that our work here is done, I think it's time to go back to sleep. Enjoy the Mana Tree, Jule.
we'll see each other again. Take the words of encouragement from your countrymen to heart. You're lucky they can see you off on your journey. There was no one left in my hometown of Etern to wish me luck when I left with Val. But maybe, just maybe, there's a chance at bringing some life back to the parish if I complete the alms duty. That's my hope, at least. Morley's right. It would have been nice to leave the veil with everyone's blessing, but sometimes it doesn't work out like that. Everyone at home always told me I wasn't fit to be an alm. But this journey has given me a lot to think about now that I'm here. And this from the person lecturing me about alms and duties just a moment ago. Huh. Sounds like the pilgrimage hasn't been easy so far. Thanks for putting up with me earlier. I look forward to our journey together. As short as it is. The mana tree is just over there, after all. Happy to have you, Jule. Jawohl, da ist er mit am Start. Wunderbar. What are we going to do about the greenery blocking our way out of Verdius? I apologize. That was my doing. I wanted to ensure that the path to the mana tree was protected. I will clear the way. Please give me a moment. Ein Dryadenzweig haben wir noch erhalten. Das ist ja wunderschön. Yulai mag manchmal etwas sturköpfig wirken, aber seine unterstützenden Fähigkeiten machen ihn zu einem kostbaren Verbündeten. Er kann lernen, gefallene Kameraden wiederzubeleben, ihre TP wiederherzustellen. Starken Gegnern sollte er jedoch aufgrund seiner geringen Verteidigung besser aus dem Weg gehen. Ist also eher ein Heiler oder was? Eventuell, müssen wir mal gucken. Oder ein Unterstützungszauberer. In Triades Zweig schlummert die Macht von Triade dem Holzelementar. Sie gewährt ihrem Träger die Kontrolle über die belebenden Kräfte der Natur. Mit RT beschwört die Reliquie des Holzes in einen begrenzten Bereich heilige Energien herauf. Betritt ein Mitstreiter diesen Bereich, werden für eine gewisse Zeit seine TP kontinuierlich wiederhergestellt. Muss mal gucken, ne? Jo, er hat keine Angst mehr, ist mit am Start. The Mana Tree ist hier nah, ist hier auch sehr nah. Haben die Händler jetzt neue Waffen am Start, weil Yulai jetzt mit dabei ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich wollte gerade sagen, war bisher oft nicht der Fall. Gut, hier muss er noch irgendwelche Klassen auswählen und so. Können wir trotzdem das erste schon mal kaufen. Jo, bla, kannst du ausrüsten. Wunderbar. Gut, alles klärchen. Rüstung können wir auch mal gucken, ob wir da was für ihn kaufen können. Ja, könnten wir. Die Ginkgo-Robe. Wunderschön. So. Und dann, wie gesagt, machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Dann schauen wir uns mal die ganzen... Oh, genau, das sollten wir vielleicht mitnehmen. Die neuen Klassen, Skills und so weiter an. Was der so, also was er generell so drauf hat. Und wie gesagt, ob wir ihn vielleicht zu einem sinnvollen Unterstützer bauen können. Wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, drückt mir die Daumen, dass der Fehler jetzt nicht wiederholt auftritt. Ich werde heute noch, also dieser Stromausfallfehler, brutal. Jo, ich werde heute noch ein, zwei Folgen aufnehmen, mal gucken und dann am Ball bleiben. Ich habe zwar eine Spur, aber jo, bitter. Alter, könnte ich kotzen. Jo, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Spiel und mit dem Let's Play. Auch wenn ich nur am Rumfluchen bin, das ist ja Wahnsinn. Jo, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.